Unser heutiger Film zeigt die Instandsetzung einer Axialkolbenpumpe des Typs A2V1000. Zu den zahlreichen Instandsetzungsmaßnahmen gehören Komponentenannahme in einem von uns gefertigten Sonderbehälter, die komplette Demontage der Hydraulikpumpe, die Schadensanalyse der Pumpe, das Aufschweißen der Antriebswelle, sauber und eben schleifen des Steuerspiegels, die Vorbereitung der Pumpenmontage beinhaltet die komplette Reinigung aller Bauteile. Hier sehen Sie die Montage der hydraulischen Verstellung, das Einsetzen der neuen Triebwellenkalotten, Montage der Triebwerkslagerung, der weitere Verlauf zeigt die Wiedermontage der kompletten Pumpe. Einlappen des Zylinders auf die Steuerscheibe. Wiedermontage des kompletten Triebwerks ins Pumpengehäuse. Ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Instandsetzung ist die Komponentenprüfung. Unter realen Einsatzbedingungen und Einstellung wichtiger Parameter gemäß Kundenvorgaben. Farbgebung und Lackierung des Tankdeckels gemäß Kundenwunsch. Endmontage der Pumpe auf dem Tankdeckel mit dem Pumpenträger. Herstellung der Versandbereitschaft und dem dazugehörigen Spezialbehälter.